Olli, hallo, da sind wir wieder mit GTA Online am Obststand und etwas Seltsames, Legendäres ist passiert. Ich habe ihn gefunden, endlich, den Wagen, den ich haben wollte. Leider nicht genau in dem Zustand, wie ich ihn haben will, leider mit Rost, aber egal. Jetzt habe ich ihn auf jeden Fall schon mal. Jetzt müssen wir erstmal rauskommen. Und zwar der Isa, der Voodoo. Ah, den schon wieder einer gerammt hat. Richtig geile Karre, sage ich nur. Und wir haben selbstverständlich wieder den gigantischen Magneten dabei. Ja, hier kommt mir keiner rein in die Karre, du. Der ist auch gar nicht mal so übel langsam. Manchmal kann er ganz schön auf Touren kommen. Vorhin habe ich die einfach alle abgehängt, da ich mich vom Radar verschwinden lassen. Direkt mal einen Jump machen damit, wa? Oh oh. Ui. Die Karre, der Karren. Oi, oi, oi. So. Haha, Fahrradfahrer. Ich liebe diesen Wagen, er ist einfach geil. Schade, dass es ihn nicht rostfrei gibt. Und wenn, ist er ultra mega super selten. Ach. Scheiß Verkehr. Der wäre doch richtig genial in Top-Zustand. So ist er ja ein bisschen gammelig, ne? Aber naja, was soll man machen? Ein Spritztor, eine chillige ist eh nicht möglich gerade mit dieser Meute da. Unglaublich hier. Nur Ärger, ey, Mann. Sind wir hier überhaupt? Ah klar, fahr voll in mich rein, du räudiger Scheißbulle. Es gibt da angeblich ein Problem mit dem Bullen. Beim letzten Update wurden die aus Versehen verändert und wiegen jetzt, weiß ich ja gar, viel mehr als vorher. Deswegen kann man die nicht so leicht loswerden und wegschieben. Die scheiß Bullenwagen. Deswegen sind wir jetzt gerade auch wahrscheinlich so krass weggeflogen. Naja. Sind wir hier nicht letztens lang gefahren und explodiert? Kann das sein? Tch. Unglaublich. Jetzt haben wir wieder wegen diesen Wilden da die Bullen am Arsch. Ich würde sagen, in der nächsten Folge mache ich erstmal eine Crew wie auf, nur für die LPO Elite. Komm doch, du Scheißbude. Tja, wir sind ein bisschen zu weit geflogen. Und halt gerade so. Da hat Bumm gemacht und wir sind die Bullen los. Was ist das denn da für ein Rennen? Ach, ein Drag-Rennen, ja genau. Ich liebe dieses Auto, nicht dieses da. Bäh. Mein Gott! Das mein geiles Auto! Natürlich! Ihr Spasti-Bullen! Also jetzt schreit förmlich nach einer Crew-Lobby. Ja. Ich mache eine Kurzfolge heute, weil mir das echt um den Sack geht gerade hier. Und wir drehen mal, obwohl...
Ja. Keine Ahnung. Ach, ist das schrecklich. Was ist denn los hier? Meine Güte. Hast du gerade deinen Traumwagen gefunden und... Och Gott, verdammt. Die Bullen lassen dich mal wieder nicht in Ruhe. Abkürzung! Oh, scheiße. Ey, ein Witz. Ein verdammter Witz. Und die fahren ja noch alle hinterher. Was für Esel. Tja, ich würde mal sagen, die Haut ist in dem Arsch. Gewaltiger Haufen Schrott hier. Ah, was für ein Hund. Ey, können die nicht einfach alle mal stehen bleiben? Ne? Tja. Damit hätten sie alle ihre Autos zerstört, nur um hinterher zu fahren. Das ist wieder geil hier. Da fällt mir doch was ein. Warum taucht der einfach? Eine Faust für alle Fälle. Oh Mann. Das ist nicht normal hier. Jetzt kommen wir erstmal auf unseren Toadmark. MMI, we expect 62 Dollar. I think we can handle that. Was ist euer Problem, hä? Ah ja, komm, jetzt knallt mich endlich ab da, die blöden Bullen. Bist nicht nah genug an einer Straße? Die nächste Straße ist da, okay. Schon bewegt sich der Konvoi wieder hierher. Wie es leckt, wenn das Auto spawnen will. So, okay. Ich sag mal, bye bye, bis zur nächsten Folge. Es ist mir zu viel Stress hier. Ich mache jetzt eine private Lobby auf und dann bis zur nächsten Folge. Ja, eine Crew-Lobby und dies, das. Also denn, bis zur nächsten Folge, euer Onkel. Ciao.